you've got fantastic views from all the rooms looking down the canyon. In the evenings you can see lights, but you see the stars in the evening. It's amazingly quiet. I think that's one of our biggest attributes, is the fact you come up here and there is really no noise. From the local area, we've tried to incorporate as much as the local design, knickknacks from the local markets and that sort of thing, use local artisans to create the hotel in order that you get a real feel of the Middle East, but at the same time it's something that's quite modern and design-led. Well, first reaction is spectacular. I thought the hotel was absolutely, well, at first you don't see it when you're coming up. It's like, it is very well camouflaged in the stony landscape. And then when you do realize where it is and where it is standing, it's spectacular, ruggedly spectacular. Als wir am Jabal Akhdar angekommen sind, haben wir am Fuße des Berges die Temperatur gemessen und haben 39 Grad gemessen. Es war sehr heiß. Dann sind wir den Berg hinaufgefahren und es hatte vor dem Hotel noch 23 Grad. Der Wind hat leicht geweht und die Sonne hat geschienen und wir haben uns sofort wohlgefühlt hier. Dann haben wir das Hotel gesehen. Es wirkt, ja, wie man ja auch sehen kann, sehr ruhig hier. Das Personal ist sehr freundlich, überall findet man Wasser, was plätschert, was sehr beruhigend wirkt. Und nach dem Trubel in den Städten der Stadt, in den Souks, ist es hier wirklich sehr, sehr entspannend.